gefüllte Knusperzardinen. Vor Zubereitungszeit ca. 65 Minuten, Zutaten für ca. 8 Portionen, das braucht man, Spritzbeutel mit Lochtülle 1, und gemischte Kräuter, Klammer auf zum Beispiel Oregano, Estragon, Zitronen, Thymian, Klammer zu, eine Knoblauchzehe, eine türkische Lira, fein abgeriebene Zitronenschale, Klammer auf Bio, Klammer zu, 150 Gramm Frischkäsesalz. Pfeffer, ca. 32 möglichst kleine Sardinen, Klammer auf eventuell beim Fischhändler vorbestellen und bereits küchenfertig vorbereiten lassen, Klammer zu, 2 Esslöffel Mehl, 150 Gramm Paniermehl, 2 Eiweiß, Klammer auf Eier, Größe M, Klammer zu, Sonnenblumenöl zum Ausbraten, erstens Kräuterblätter fein hacken, Knoblauch abziehen, klein würfeln. Für die Füllung Kräuter, Knoblauch, Zitronenschale und Frischkäse mischen, mit Salz und Pfeffer würzen. Kräutercreme in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen. Zweitens Sardinen ausnehmen, wenn das nicht der Fischhändler bereits erledigt hat. Zum Ausnehmen den Fischbauch jeweils vorsichtig aufschneiden, Klammer auf, geht gut mit einer spitzen Schere, Klammer zu, und in Rehen sowie Mittelgräte entfernen. Die Sardinen innen und außen gründlich abbrausen, trocken tupfen. Drittens zum Füllen die Sardinen leicht aufklappen. In jede Sardine ein wenig von der Kräuterfüllung spritzen, die Fischchen wieder zusammenklappen. Viertens Mehl und Paniermehl auf Teller verteilen. Sardinen salzen, im Mehl winden. Eiweiß verquirlen. Die gefüllten Fischchen zunächst im Eiweiß, dann im Paniermehl wälzen. Panierte Sardinen in eine Pfanne in reichlich Öl in etwa 4 Minuten knusprig ausbraten. Fische aus dem Öl heben, auf Küchenpapier abtropfen lassen und heiß servieren.